Fußballtrainerin, oder? Mit der muss man einfach Spaß haben. Und dafür sollst du auch von mir die Lorbeeren bekommen. Erste Vorsitzende der Möhnen von Mertloch. Erstmal natürlich wieder Glückwunsch. Fantastisch jetzt, Anke. Du hast das wirklich toll hier. Warm ist es. Und warm. Heute Abend, das ist die längste Sitzung, die ihr jemals gemacht habt. Längste? Hat er noch gar nicht angefangen. Das denke ich mir. Wir haben also die ersten 4 Punkte und es wird noch den ganzen Abend. Und nächste Woche haben wir ja auch noch mal. Was ist so das Highlight heute? Ja, also wir haben ja Jubiläum in diesem Jahr, 50 Jahre Mertlocher Möhnen, und es war schon mal ein Highlight. Wir hatten am Anfang Ehrungen vom RKK. Und das ist natürlich toll, wenn man das erleben kann, dass halt viele so ehrenamtlich arbeiten und schon so viele Jahre arbeiten. Denn wir hatten uns ja in Polch getroffen, denn wir wissen ja, liebe Zuschauer, wir waren in Polch, wir waren in Kottenheim, da mussten wir hin, und hier in Mertloch, da wollten wir hin. Und weil es immer wieder eine eigene Atmosphäre ist und ihr macht das immer so schön. Und was ist denn jetzt, was kommt denn jetzt noch, was man so sagen sollte, das muss jeder wissen, sehen. Ja, wir haben halt tolle Sachen. Es sind ja bei uns alles eigene Leute, die die Sachen machen. Wir haben tolle Büttenrede, wir haben sehr schöne Tänze. Und was halt auch schön ist, unsere Kleinen, die sind auch bei der Erwachsenensitzung schon immer mit dabei. Und das ist halt unser Nachwuchs, auf den wir ganz stolz sind. Und wir freuen uns natürlich auch auf euren Sohn. Der wird ja heute auch wieder performen. Und da gucken wir natürlich auch nochmal rein. Erstmal ganz viel Spaß. Schönen Dank. Dankeschön. Und wir sehen uns Rosenmontag. Schön, dass ihr da wart. Danke. Ich begrüße Sie. Zu jeder Veranstaltung gehört ein schöner Mann. Hier bin ich. Rechts neben mir Stunden neue. Bekannte der Kerl. Auf einmal kommt er zu mir und sagt: Wetten wir um mein Kölsch, dass ich mir in mein linkes Auge beißen kann? Ich sag, das geht nicht. Top, die Wette gilt. Da hüllt er sein Glas auf und raus und beißt sich los. Ich hatte die Wette verloren. Der hat kaum das Kölsch getrunken. Das hört der Wetten wir um noch ein Kölsch, dass ich mir auch ins rechte Auge beißen kann. Ich sag, das geht nicht. 2 Glas Auge, jetzt hast du. Ich sag, top, die Wette gilt. Da holt er sein Gebiss raus. Ich schwor in der Burschasse runter. Schon der Papier getrunken. Auf einmal hinter mir einer der kleinsten Viehtransporter der Welt. Ein Streifenwagen. Kennen Sie? Vorne 2 Bullen und hinten die arme Sau, die mit muss. Da halten die mich doch tatsächlich an. Sagt ein Polizist zu mir: Ich habe Sie gerade beobachtet, wie Sie einen brennenden Zigarettenstummel aus dem Fenster geschmissen haben. Ich werde Sie anzeigen. Wie ist Ihr Name? Ich sag, Vladislaus, wie schnell Knoto schon, Strowinski. Sagt er, wie bitte? Ich sag, Vladislaus, wie schnell Knoto schon, Strowinski. Guckt er mich an und sagt, ja, wollen wir diesmal nochmal auf Zoo drücken. Ne? In dem Moment schnuppert er an mir und sagt, haben Sie Restalkohol? Ich sag, jetzt reicht es aber, keine Bettlerei. Läufst du Remis, kauf dir selbst. Hello, 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 hello
So, meine Damen und Herren, obwohl wir jetzt hier in der wunderschönen Atmosphäre hier in Mertloch sind, haben wir natürlich wieder eine fantastische Sängerin. Ich hoffe, Sie haben das auch ein bisschen hören können. Unsere Michaela, die Möhne aus Münstermaifeld, demnächst bei, und da gebt ihr mir recht, bei Germany's Next Top-Stimme. Die Nummer 1. Nummer 1, ne? Also Deutschland sucht den Superstar, wir haben ihn gefunden. Ja, Michaela, dann sag mir heute Abend mal wieder hier, ganz neuer Raum, warst du schon mal hier? Ja, vor einem Jahr. Aber da leider nur ganz kurz, weil wir noch weitere Termine hatten und weiter mussten. Aber heute dürfen wir den Abend hier genießen und da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Ist ja eine tolle Atmosphäre. Ja. Gut, ihr kennt die ja aus Münster. Und ich habe gesehen, deine Möhnen sind ganz anders. Ausgewechselt vor den 2 Jahren. Also ist ja kaum noch jemand da. Habt ihr immer so neue durch Möhnen? Natürlich. Jede Obermöhn wählt ihr Gefolge. Und das ist jetzt mein Freundeskreis und meine Möhnen, unter anderem auch die Ex-Prinzessin Jutta, ja, meine allerbeste Freundin. Ja, 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 sieht ja man und merkt man. Aber man merkt natürlich auch, dass ihr zusammengehört, denn ihr macht eine unheimlich gute Session, also ihr macht gute Stimmung und ich bin begeistert, wie du singst. Also immer, wenn ich jetzt die Michaela auch nach der Möhnenschaft sehe, muss sie mir ein Ständchen singen. Ja.